Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier diesen Ladewagen vorstellen, der Marke Massey Ferguson. Ja, das schauen wir uns das gute Stück da auch gleich mal an. Also ja, ist das Massey Ferguson FR 600 CV. Das andere ist eigentlich dann uninteressant, würde ich mal sagen, das zu erwähnen. Hier, der kostet hier 150.000 Euro in der Anschaffung. So, jetzt wirkt er schon eher wie, also Krone, aber soll halt Massey Ferguson sein. Und ja, Leasing 7.650 Euro. Hier handelt es sich ja, wie wir sehen, hier um einen Dreiachser, wie wir sehen. Und 30 km/h ist hier die Arbeitsgeschwindigkeit. Boah, das ist extrem schnell. Benötigt eine Leistung von 240 PS, entsprechend hier 177 kW. Hat jetzt, so wie jetzt da steht, ein Ladevolumen von 60.000 Liter. Das finde ich schon extrem viel. Ja, dann fangen wir als nächstes an hier. Also Reifenhersteller haben wir jetzt hier den Drenneborg, haben wir Standardreifen. Dann kamen wir für 1.000 Euro Breitreifen, dann wieder Standard. Dann haben wir Michelin. Die Michelin Standardreifen kosten hier 5.350 Euro oder hier 7.250 dann die Breitreifen. Dann haben wir hier eine Abdeckung. Wie wir es sehen, finde ich echt ganz cool, das Ganze. Dann haben wir noch, also Kapazität können wir erhöhen. 5.000 Euro haben wir einen imaginären Aufbau. Dann haben wir 35.000 Liter mehr. Dann haben wir 95.000 Liter Kapazität. So, Farbe können wir uns auch anpassen, wie wir sehen. Beispiel hier, ich würde dann dieses nehmen. Kostet hier 1.000 Euro, dann hier Felgenfarbe, ja, sagen wir mal hier Beispiel dieses Glasweiß, sieht auch geil aus. Dann hier Designfarbe, ja, also würde ich mal probieren, Beispiel hier in den Grau oder ich nehme das hier in Rot und gehe mal hier auf Weiß zum Beispiel. Ne, das sieht, oh, das erdrückt ja einen wirklich voll, ja. Oder hier Beispiel Orange können wir nehmen. Nein, das gefällt mir auch jetzt wirklich nicht so ganz. Hier Beispiel Silber. Nein, das gefällt mir auch nicht. Also probieren wir nochmal was anderes. Und das hier, ja, sieht schon ein bisschen besser aus, aber ist auch wirklich nicht meine Welt. Dann könnte man ihn so nehmen. Ja, kaufen wir so mal. So. Ich weiß nicht genau, ich habe mir das schon mal gekauft. Sehen wir hier, ich habe einmal hier in Orange gekauft. Sieht hier auch ganz cool aus in den Orange mit den Farben. Das sind die Glasfarben. Und hier hinten sieht wirklich ganz schick aus. Und hier mit den ganzen Aufkleberlern. Da hier die Reifen. Da habe ich hier, glaube ich, ja, das sind die Michelin-Reifen. Die Breitreifen habe ich da genommen. Die Schrift hier oben, das Glas Massey Ferguson, wirkt sehr pixelig, wie wir sehen. Das andere, das FR, das also wirkt schon besser, das 600 CV. Und hier auch wieder. Aber ich sag mal so, wenn man einen gewissen Abstand hält, normal im Spiel, sieht man es nicht, stört es einen nicht. Ich starte mal hier unseren MB-Truck. Da habe ich ein bisschen Gras gemäht. Ja, also geht schon vorne ziemlich in die Knie runter mit die 200 Tonnen Gewicht, was ich vorne dranhängen habe. Ups, jetzt habe ich mich ein bisschen fast verschluckt. Boah, also, wenn wir sehen, die Achsen lenken ja mit. Wir schieben den einfach mal hier auf die Seite. Macht jetzt da. Reiß mal hier die halbe Sache ab. Und wir gehen jetzt mal her, senken mal gleich hier unseren Pickup. Und da können wir jetzt auch noch mal gleich mal schauen, hier die Abdeckung mal öffnen. Sehen wir hier, wie das hier so ausschaut. Dann haben wir es jetzt hier schick und schön, richtige Seite. Machen wir es wieder zu. Und dann haben wir das auf der Seite, wenn wir jetzt drauf schauen, spiegelverkehrt. Das ist halt irgendwie ein bisschen blöde, aber macht ja nichts. Ich kann damit leben. Hier denke ich mal auf. Jetzt fahren wir mal.
durch die 95.000 Liter Kapazität, was der hat hier, ist er schon ein bisschen sehr, sehr hart. Also, lang am Weg, bis der voll ist. Ich mache jetzt mal ein paar Prozent nur, weil wir sehen, wir fahren ja schon mal mit 30 km/h. Weil die Aufnahmefläche scheint auch sehr gut zu sein. Wenn wir hinten sind, fahre ich mal hier, wo nicht geschwadet worden ist, einmal entlang. Mal schauen, wie es da ausschaut. Das ist ein Wort für Leute, ja, die was gerne irgendwie ein bisschen übertrieben haben. Große Maps oder so. Alleine spielen, so, da geht es ja schon ganz gut. So, dann sehen wir jetzt hier, Aufnahmefläche ist links und rechts sicherlich so einen halben Meter drüber aus. Also man lässt eigentlich hier das Boot jetzt liegen. Jetzt sehen wir hier Pickup hier genauso. Arbeitet schön. Dann hier mit der Maus kann ich den jetzt auf- und absenken. Auch ganz gut. So, dann schalt mal hier mal den kurz mal ab. Hängen mal ab. Schauen wir mal hier wieder hinten anhängt. So, das funktioniert ganz gut. Anschlüsse, wie wir sehen, hier passen auch ganz gut. Dann jetzt schauen wir hier hinten mal mit den Lichtern natürlich. Also Blinker funktioniert. Dann Rückfahrlicht hatte keins, Bremslicht, das normale Licht. Dann hier von den Seiten her sehen wir jetzt hier die Lampen links und rechts so leicht leuchten. Da können wir jetzt nochmal schauen, ob man hier irgendwas mit Blinker sieht. Nö, ist da kein Blinker so her seitlich, sondern nur ganz normal hier diese. Und Arbeitslichter, nein, hat er hier auch keine dran. Brauche eigentlich auch nicht. Wir fahren jetzt einfach mal zum Hof, laden das mal ab in unser Silo. Und jetzt sehen wir dann wieder hier ablädt. Jetzt habe ich hier schon 36.000 Liter drin, wie wir sehen. Und es gehen hier natürlich noch einiges rein. Also bei den 59.000 Liter ungefähr. Wenn man hier sieht, also höher dürfte hier nicht sein. Oh je, ich habe die Lampe, glaube ich, also fast abgerissen, wie ihr gesehen habt. Oh, so rüber. Oh, da, da. Ja, da braucht man schon viel Kraft, hier drüber zu kommen. Jetzt einfach hier mal Steuerung I. Wie sehen wir hier hinten, die Walzen sind schön animiert. Dann sehen wir hier, der Transport ist hier auch gegeben. Der läuft ja immer noch. So, ist jetzt leer. Nö. Komisch. Hängt optisch noch was drin, aber ist leer. Klappt man den nochmal aus und dann schauen wir uns natürlich die Lok an. So, die Lok, wie wir sehen, ist sauber. Wenn dir das Video natürlich gefallen hat, würde mich natürlich freuen, wenn du wieder reinschaust. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.